Von Orten geografischer Extreme geht immer eine gewisse Faszination aus. Bekannt sind sie uns aus den verschiedensten Kontexten. In diesem Beitrag hier wollen wir uns ihnen allerdings in einen ganz speziellen Kontext annähern. In diesem Beitrag wird nämlich ein Blick auf Orte geografischer Extreme innerhalb des deutschen Kultur- und Sprachraumes geworfen. Dabei wird hier im Video nicht nur die aktuelle, sondern auch die historische Perspektive mit einbezogen. Als Grundlage für diese historischen Gebiete wird dabei von den heute noch deutschsprachigen Ländern Mitteleuropas ausgegangen. Zu diesen zählen also die Deutschschweiz, die Republik Österreich und die Bundesrepublik Deutschland sowie ihr Vorgängerstaat. Neben diesen bloßen staatlichen Grenzen an sich, die also die jeweiligen Sprachräume zum Großteil einschließen, soll im Folgenden dabei aber auch auf den geschlossenen Sprachraum eingegangen werden. Ähnlich wie beispielsweise auch heute noch südlich der Grenze Österreichs, also in Südtirol und damit im heutigen Italien, Deutsch gesprochen wird, gab es auch historisch in verschiedenen Kontexten Gebiete, die zwar nicht innerhalb einer der benannten Staaten, also der Schweiz, von Österreich oder Deutschland lagen, aber eben diesem Sprach- und Kulturraum angehörten. Und diese Fälle sollen, insofern sie sich in einem geografischen Kontinuum mit benachbarten Gebieten befanden, in diesem Beitrag also auch behandelt werden. In diesem Video nicht eingegangen wird hingegen auf Gebiete, die von Aussiedlern bewohnt wurden. So gab es Gemeinden, die von deutschen Aussiedlern gegründet wurden, im Osten beispielsweise bis in das Grenzgebiet zum heutigen China oder im Norden, Sibirien betreffend, sogar Siedlungen, die im Polarkreis gelegen waren. In der südlichen Hemisphäre kam es hingegen zur Gründung von deutschen Siedlungen, die beispielsweise in Lateinamerika oder Afrika gelegen waren. Im Westen gab es im Zuge der Besiedlung der Vereinigten Staaten von Amerika sogar in Alaska lange Zeit mehrheitlich deutsche Gemeinschaften. Diese sehr Extrembeispiele fanden sich dabei, wie aber auch banalere, also etwa die Siedlungsgebiete der Siebenbürger Sachsen oder Banater Schwaben, deutlich außerhalb des geschlossenen deutschen Sprach- und Kulturraums, auf den sich dieses Video hier also im Verbund mit den genannten Staaten beschränken wird. Bei den Westen des deutschen Sprachraumes werde ich wiederum die niederländisch- und luxemburgischsprachigen Gebiete ebenso außen vor lassen, da diese sich zwar im weitesten Sinne dem deutschen Dialektkontinuum zurechnen lassen könnten, sich die Niederlande allerdings bereits seit dem 17. Jahrhundert und Luxemburg insbesondere in den letzten 70 Jahren aus diesem Kontinuum herausgelöst hat und die historischen örtlichen Dialekte heute als eigene Sprachen betrachtet werden. Bei diesen Orten der Extreme, die wir in diesem Video betrachten wollen, handelt es sich dabei zudem auch um bewohnte Orte. Währenddem es also beispielsweise Landflächen, wie etwa Felder oder Wälder gibt, die in den meisten Fällen ebenso wie Berge, die eben tatsächlich extremsten Punkte darstellen, soll es hier also um tatsächliche Gemeinden in Form von Städten und Dörfern gehen. Fangen wir hiermit aber an. Zuallererst wollen wir uns den Himmelsrichtungen nach extremsten Städten im deutschen Sprach- und Kulturraum widmen. Heutzutage liegen sowohl die nördlichste Stadt als auch das nördlichste Dorf dessen in Schleswig-Holstein. Beide Orte dürften dabei, wenn auch durch andere Hintergründe, relativ bekannt sein. So handelt es sich bei der nördlichsten benannten Stadt um die heute an der Grenze gelegene Stadt Flensburg und das nördlichste Dorf um List auf der Insel Sylt. Diese beiden Extrempunkte, die also heute noch relativ nah beieinander lagen, taten dies tatsächlich auch in der Vergangenheit schon. Allerdings sind sie zum damaligen Zeitpunkt noch nicht im heutigen Schleswig-Holstein, sondern in Ostpreußen verortet gewesen. Bei der historisch nördlichsten Stadt Deutschlands handelte es sich nämlich um die Stadt Memel, die historische Hauptstadt des Memellandes, die ebenso wie sie die nördlichste Stadt Preußens war, auch die nördlichste Gesamtdeutschlands darstellte. Memel, das heute in Litauen gelegen ist, lag dabei am nördlichen Ende der kurischen Nährung. Rund 20 Kilometer nördlich des Stadtgebietes von Memel lag dann wiederum das nördlichste Dorf, das es in Deutschland gab. Bei diesem handelt es sich um das heute ebenso in Litauen gelegene Nimmersatt, das heutige Nimiseta. Verloren gingen diese Gebiete spätestens mit dem Zweiten Weltkrieg. Wenn wir uns nun dem nächsten geografischen Extremwert im historischen Kontext widmen und also nach Osten blicken, können wir im geschichtlichen Zusammenhang gleich im historischen Ostpreußen bleiben. Bei der einst östlichsten Stadt Deutschlands handelte es sich nämlich um Schierwind. Schierwind war eine im frühen 18. Jahrhundert entstandene Kleinstadt, die unmittelbar an der Grenze zum heutigen Litauen gelegen war. Die Stadt war an dem gleichnamigen Grenzfluss gelegen und hielt neben dem Status als östlichste Stadt auch jenen als östlichsten Ort inne. Schierwind war dabei über 600 Kilometer vom heutigen Berlin entfernt. Auf der anderen Seite des Flusses war wiederum die Stadt, die im Deutschen Schierwind-Neustadt genannt wurde, gelegen. Dieser Ort, der vor allem in seinem Umland über eine historisch große deutsche Minderheit verfügte, stellte dabei auch den östlichsten Teil des geschlossenen deutschen Sprachraumes dar. Schierwind-Neustadt, das also bereits nach dem Ersten Weltkrieg ein Teil von Litauen geworden war, steht anders als das historisch ostpreußische Schierwind jedoch bis heute fort.
Die Stadt Stirwind selbst wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ein Teil der Sowjetunion und schlussendlich ein Teil der heute russischen Kaliningrad Oblast. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt in Kutusowo umbenannt. Wirklich neu besiedelt wurde sie jedoch nie. In der Folge verlieh sie während der gesamten Sowjetzeit und bis ins heutige Russland kontinuierlich an Einwohnern. Bis in die 70er Jahre war die Stadt auf diese Weise komplett menschenleer geworden und schlussendlich wurde das Stadtgebiet sowie das weitere Umland zu einem russischen Militärübungsplatz umformiert. Von Schirwind, der historisch östlichsten Stadt Deutschlands, sind heute also nur noch Trümmer und eine sowjetische Siegessäule übrig. Zur neuen östlichsten Stadt Deutschlands wurde nun das vormals schlesische Görlitz, welches in der Folge zwischen der DDR und Polen geteilt wurde und heute gleichzeitig die östlichste Stadt Sachsens darstellt. Zur östlichsten Stadt des deutschen Sprachraums wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wiederum die in Österreich gelegene Stadt Hainburg. Die niederösterreichische Stadt Hainburg liegt dabei nur 7 Kilometer von Pressburg, also der Hauptstadt der Slowakei, entfernt. Zur östlichsten Gemeinde Österreichs und damit zum östlichsten Dorf des deutschen Sprachraums wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wiederum Deutsch-Jarndorf. Dieses ist im äußeren Nordosten des Burgenlandes quasi unmittelbar an der Grenze zu Ungarn gelegen. Währenddem die Verhältnisse im Osten und Norden alles in allem noch relativ klar sind, werden sie im Süden um einiges schwieriger. Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass es in diesen Gebieten für sehr lange Zeit keine wirklich strenge Form des Stadtrechts gab. Insbesondere die Schweiz kennt Stadtrecht, wie es beispielsweise in Österreich oder in Deutschland besteht, in dieser Form quasi gar nicht. In der Verwaltungssprache werden heutzutage Gemeinden, die über 10.000 Einwohner haben, so als Städte angesprochen. Eine Rechtsform oder einen festen Titel gibt es in diesem Zusammenhang jedoch nicht. Und ob eine Gemeinde abhängig von ihrer Einwohnerzahl historisch als Stadt angesprochen wurde, hat sich über die Zeiten auch immer wieder gewandelt. Im Fall der deutschsprachigen Teile der Schweiz wären es also am ehesten Gemeinden, die in Wallis gelegen sind, die sich hierfür qualifizieren könnten. Ein Ort, der sich im Fall der deutschsprachigen Gebiete der Schweiz hierfür jedoch alles in allem qualifizieren könnte, wäre Zermatt, das also relativ unmittelbar unterhalb des Matterhorns und damit der italienisch-schweizerischen Grenze gelegen ist. Die Schweiz selbst, und das sei hier nur am Rande erwähnt, verfügt jedoch auch über französisch- und vor allem italienischsprachige Gebiete, die teils noch deutlich weiter nach Süden reichen. Im historischen Kontext reichte der schweizerdeutsche Sprachraum und damit auch der Walser Dialekt jedoch noch deutlich weiter in südliche Gebiete. So war beispielsweise das Lüstal bis in die Gegend um Pont-Saint-Martin, das im Walserdeutschen auch Martinstal genannt wurde, noch bis ins frühe 19. Jahrhundert überwiegend deutschsprachig. Andere Walsergemeinden, die jedoch nicht mehr in diesem geschlossenen Sprachraum gelegen waren, erstreckten sich allerdings auch teils deutlich südlich davon. Die Betrachtung der Geschichte von diesen Walsern wäre jedoch ebenso ein Thema für sich. Bei der Region um Zermatt handelt es sich allerdings auch ohne das Lüstal somit um den südlichsten Teil des heute noch geschlossenen deutschen Sprachgebietes. Zumindest was die unmittelbare rechtliche Stellung von Gemeinden angeht, werden die Verhältnisse hingegen in Südtirol wiederum etwas klarer, wenn man sich also vor Augen führen möchte, bei welcher Gemeinde es sich um die tatsächlich südlichste Stadt des deutschen Sprachraums handelt. Die Betonung muss hier allerdings abermals auf etwas liegen. Denn wie andere Teile des süddeutschen Sprachraumes auch, kennt auch diese Region die Unterscheidung von Stadtrecht und Marktrecht. Insofern man in diesem Kontext also nach dem reinen Stadtrecht geht, wäre Leifers die südlichste Stadt des deutschen Sprachraums. Der südlichste Ort mit Marktrecht in Südtirol ist hingegen der Ort Neumarkt. In diesem Kontext allerdings angemerkt sein sollte, dass wenngleich die Stadt Leifers also innerhalb des deutschen Sprachraums gelegen ist und historisch auch die allermeiste Zeit überwiegend deutschsprachig gewesen ist, durch die Italienisierung bis in die 70er Jahre heute zu zwei Dritteln italienischsprachig ist. Im historischen Kontext erstreckte sich das zimmerische Dialektgebiet, das vor allem im Osten Trientinos gelegen war und also südlich an das heutige Südtirol anschloss, zudem bis in die Peripherie von Verona, wovon heute nur noch einige isolierte Gemeinden, die innerhalb der Vizentiner Alpen gelegen sind, zeugen. Wenngleich auch aus anderen Gründen, so stellen sich die Zusammenhänge also sowohl im Fall von Wallis als auch von Südtirol alles in allem relativ schwierig dar. Ebenso schwierig könnte sich unter gewissen Umständen auch die Betrachtung dessen gestalten, bei welchem Ort es sich also um die westlichste Stadt des deutschen Sprachraums handelt. Wenn man den Begriff dessen, was die deutsche Sprache ist und was das deutsche Dialektkontinuum darstellt, ausdehnen würde, könnte man so beispielsweise Luxemburg und die Niederlande, wie bereits zu Eingang des Videos benannt, in diesen Kontext mit einbeziehen. Im nun Folgenden möchten wir uns aber vor allem auf Länder stützen, die eben auch heute noch klar dem deutschen Sprachraum zuzuordnen sind. Und dies gilt für Luxemburg, das seinen Dialekt zur Sprache stilisiert hat, und im Fall der Niederlande, die sich bereits seit dem 17. Jahrhundert aus dem deutschen Kontinuum mehr oder weniger entfernt haben, jedoch nicht. Im strengeren Sinne verbleibt somit also der deutsche Sprachraum, wie man ihn noch heute besetzen würde.
In diesem Zusammenhang ist die heute westlichste Stadt Deutschlands Aachen. Historisch und bis zum Ende des Ersten bzw. Zweiten Weltkrieges war es jedoch das rund 10 Kilometer südwestlich gelegene Eupen. Eupen und sein Umland stellen dabei im Übrigen auch den heute noch westlichsten verbleibenden Teil des deutschen Sprachraumes dar. Historisch erstreckte sich dieser in Lothringen jedoch auch noch deutlich weiter nach Westen. Diese Gebiete sind ähnlich wie der Elsass heute jedoch weitestgehend französisiert und damit nicht mehr ein Teil des deutschen Sprachraums. Nachdem wir nun also einen Blick auf Städte der Extreme den Himmelsrichtungen nachgeworfen haben, möchten wir uns im Folgenden aber auch die kleinsten Städte des historischen und aktuellen deutschen Sprachgebietes anschauen. Die heute kleinste Stadt in der Bundesrepublik Deutschland ist die Stadt Arnis in Schleswig-Holstein. In diesem Zusammenhang sollte allerdings angemerkt sein, dass Arnis auch noch eine relativ junge Stadt ist. Arnis selbst erhielt sein Stadtrecht im modernen Sinne, nämlich erst im Jahr 1934. Arnis, das damals noch über 500 Einwohner hatte, löste damit im Übrigen die Stadt Schirwind als kleinste Stadt Deutschlands ab. Deutlich älter als Arnis ist hingegen die zweitkleinste Stadt Deutschlands mit gerade einmal 400 Einwohnern. Bei dieser Stadt handelt es sich um Ummerstadt, das heute an der bayerisch-thüringischen Landesgrenze gelegen ist, aber bereits seit dem 14. Jahrhundert Stadtrecht hat. Anders als Arnis verfügte Ummerstadt damit also bereits im Mittelalter um alle Dinge, die es damals brauchte, um Stadtrecht zu erlangen. Anders als so viele andere mittelalterliche Städte entwickelte sich Ummerstadt jedoch nie zu einer Mittel- oder gar Großstadt heran. Bedingt gewesen sein dürfte dies wohl auch durch massive Verheerungen während des Dreißigjährigen Krieges. Zur Folge hat all dies jedoch, dass die Stadt in vielerlei Hinsicht regelrecht im Mittelalter stecken geblieben ist. Die kleinste Stadt, die in Österreich gelegen ist, schafft es allerdings, sowohl Arnis als auch Ummerstadt in ihrer Bevölkerungsanzahl zu unterbieten. Und bei dieser Stadt handelt es sich um das heute nicht mal 100 Einwohner habende Hardegg. Hardegg war einst an einer strategisch wertvollen Lage gelegen. Neben einer Burg verfügte der im Tal gelegene Ort so über eine Brücke, die über die Thaya führte. Folglich entwickelte sich Hardegg im Mittelalter zu einem durchaus wohlhabenden Handelsknoten zwischen Mähren und Österreich. Die Stadt soll damals über eine durchaus beträchtliche Stadtmauer verfügt haben und hatte durch natürliche Flussschleifen und seine geschützte Lage im Tal eine natürlich stabile Lage. Mit dem Bedeutungsverlust der Handelsroute und der Burg Hardegg ging jedoch auch ein Bedeutungsverlust des Ortes einher. In der Folge entwickelte sich die einst durchaus wichtige Handelsstadt zu einem heute mitten im Wald gelegenen Grenzdorf mit Stadtrecht herab. Wenngleich ich an dieser Stelle anmerken muss, dass es mir nicht gelungen ist, historische Zahlen für Orte, die also geschichtlich gegebenenfalls noch kleiner gewesen sind, zu finden, spricht einiges dafür, dass diese heutigen Werte die niedrigsten sein dürften, die Städte im deutschsprachigen Raum jemals hatten. Da die Schweiz, wie besprochen, zudem nicht über klassisches Städterecht verfügt, ist sie in diesem Kontext sowieso außen vor gelassen. Für den nun folgenden und damit letzten Bereich der Extremorte innerhalb des deutschen Sprachraumes ist es zudem sowieso nicht allzu sinnvoll, diesen nur in Form von Städten zu betrachten. Wir wollen uns nun nämlich ansehen, welche Orte innerhalb des deutschen Sprachraumes am höchsten und am tiefsten gelegen sind. Wie nur wenige überraschen dürfte, ist der höchste Ort innerhalb des deutschen Sprachraums in der Schweiz gelegen. Bei diesem Ort handelt es sich um eine Siedlung, die von den bereits benannten Walsern gegründet wurde, auf einer mittleren Höhe von 2126 Metern. Damit handelt es sich bei Juff im Übrigen nicht nur um das höchstgelegenste Dorf innerhalb der Schweiz und des deutschen Sprachraumes, sondern darüber hinaus auch um das höchstgelegene Dorf auf dem gesamten europäischen Kontinent. Es kann in diesem Kontext allerdings angemerkt sein, dass die Walser, als sie sich im Hochmittelalter in den westlichen Alpen verteilt niederließen, ursprünglich auch einige Dörfer angelegt haben sollen, die teils in noch höheren Lagen gelegen waren. Diese Dörfer wurden allerdings zur Mitte der kleinen Eiszeit sehr häufig aufgegeben und teils unter Gletschern begraben, weswegen heute teils gar nicht mehr wirklich nachvollziehbar ist, wo sie sich gegebenenfalls befunden haben. Abermals nicht allzu überraschend dürfte sein, dass sich der tiefste Ort des deutschsprachigen Raumes hingegen in Norddeutschland, genauer Schleswig-Holstein, befindet. Der Ort Neudorf bei Wilster besteht aus einer Reihe von in der Landschaft verteilten Höfen, die im Mittel etwa 3 bis 4 Meter unter dem Meeresspiegel gelegen sind. Der Ort Neuendorf ist dabei Teil der Gemeinde Neuendorf-Sachsen-Bande, die folglich zu den niedrigstgelegensten Gemeinden in ganz Deutschland zählt. Hiermit wären wir jedoch am Ende dieses Videos über Extremorte angekommen. Mir persönlich war es wichtig, in diesem Video auch darauf einzugehen, unter welchen historischen Parametern sich die Lage dieser Extremorte dabei im Laufe der Zeit gewandelt hat. Wenn ihr aber eure Ideen und Ansichten zu diesem Thema auch gerne teilen möchtet, dann hinterlasst gerne einen Kommentar. Ansonsten würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen und ich hoffe natürlich wie immer, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!